Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar spielen wir Octodad Deadliest Catch. Ist schon der zweite Teil von der Octodad-Reihe, wobei Reihe gut gesagt ist, bei zwei Teilen würde ich noch nicht von der Reihe ausgehen, aber naja, was soll's. Und ja, den ersten Teil gibt's gratis, den kann man sich von der Homepage runterladen, von den Entwicklern, die heißen glaube ich Young Horses. Und naja, den zweiten Teil gibt es als Kaufversion und erzählt auch die Geschichte vom ersten Teil weiter, und ich würde sagen, bevor ich noch mehr quatsche, gehen wir einfach mal ins Spiel. Ja, ich habe vorhin schon ein bisschen ausprobiert, um mir mal ein bisschen die Steuerung anzugewöhnen zumindest, und weil ich einfach gucken wollte, mit was ich das eigentlich besser steuere, jetzt mit Maus und Tastatur oder mit Gamepad. Und Gamepad fand ich persönlich ein bisschen besser, also spielen wir es auch damit. So. Und da ist schon unsere Braut. Was die Zahlen hier rechts bedeuten sollen, keine Ahnung. Aber wir haben uns anscheinend verspätet. He's just running late. He's always late. Sorry. But what on earth is keeping him? Mr. Groom, the wedding is starting. Are you ready? Ja, und das sind wir. You're not even dressed. Oh mein Gott. She's waiting for you. Ja, das Tolle an dem Octodad-Universum ist halt, wir sind ein Oktopus, aber irgendwie fällt das keinem Schwein auf, dass wir ein verdammter Oktopus sind. So, und jetzt müssen wir hier mal den Tisch abräumen. Mal ganz locker, flockig, weg mit dem Scheiß. Braucht doch keiner, das auch weg. Weg. Und weg. Und hier der Schlüssel. So, jetzt noch aufsperren. Ja, na komm. So, sehr schön. Und auf. Ja, wir reißen einfach gleich mal die ganze Wand weg. Und was war denn das jetzt für ein Bug? Naja, hat sich anscheinend erledigt. Gott sei Dank. So. Beweg deine Beine. Und lass die scheiß Tür los. So. Ganz geschmeidig. Und mach auf. Geh durch. Danke. So, wir machen hier natürlich gleich mal eine anständige Sauerei. Wir können hier natürlich auf den Partei-Knopf drücken. Das machen wir auch mal. Hey, nicht wieder ausmachen. So, danke. Ich will hier geile Mucke haben. So, wir sollen uns unseren Anzug besorgen. Und das weiß ich schon, der ist hier. So. Hey, beweg dich. Danke. So, umziehen. Hast du aber flott gemacht. So. Rüber auf die andere Seite. Aufgesperrt. Und durch. So, sehr schön. So, rüber über die Bananen. Die sind kein Problem. Auch wenn wir darauf ein bisschen ausrutschen. Was ja schon ein bisschen ein Klischee ist. Aber naja, was soll's. So, gehst du da durch. Ja, und Cthulhu hat schon unsere Fliege bereit. Die wir ihm jetzt nur noch abnehmen müssen. Dafür nehmen wir ein Paket. Und schmeißen das einfach mal gegen die Scheibe. So, und wir haben schon unsere Fliege. Die klatschen wir uns jetzt nur noch dran. Wenn ihr denn mal will. Na komm. So. So, und das war's jetzt. Das war's jetzt doch eigentlich schon. Damit, wie weit ich das Spiel gespielt habe. Mehr habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Einfach auch hochheben. Alles klar. Formal Attire only. Ja, wir sehen ja wohl schick genug aus für die Veranstaltung. Geh aus dem Weg. So, durch. Geschenke aus dem Weg. Ich hab's eilig. Oh, oh. What? People are watching you. If you make a mess, you will get suspicion. Get too much and you will get caught. Also müssen wir jetzt hier irgendwie vorsichtigst durch. Ganz easy und gechillt. Wieso zur Hölle liegen in der Kirche Bananen? Ja, hier ganz locker drüber. Komm schon. Ah, nein! So, hebst Beinchen. Und ganz gekonnt über die Banane drüber. Ha! Na hallo, Schätzchen. Keine Ahnung. Ja, genau. Wo ist denn der Ring? Hier? Weg. Weg.
Do you need any help over there? Nein, ich sehe ihn schon. Alles kein Problem, alles kein Problem. So, da ist er. So. You look so handsome. Streck dein Patschehändchen aus, dann bekommst du deinen Ring. Oder ich höre einen Armreif. Na gut. Oh. Ist das nicht süß? Ja, hier haben wir schon Young Horses. Hui, wir können uns sogar bewegen. Kevin Zoon, komm her. Oh, ja, voll erwischt. Hui. Na, komm her. So, jetzt ist nur noch Chris. Hier rüber. Komm schon, den hauen wir weg. Aber schon mal ein geil gemachtes Intro, das muss man mal sagen. Und die Mucke ist auch geil. Oh. Oh, Nick. Oh, scheiße. Oh, sorry, Tess. Dass ich deinen Namen zerstört habe. Whee. Klatsch. So, und wie geht's jetzt weiter nach der Hochzeit? Na. Komm schon. Ach, jetzt. Was? Haben wir die Nacht durchgemacht, oder was? Get to the kitchen. Oder war das jetzt irgendwie so eine Art Rückblende? Ach, komm schon, Otto, Dad, steh auf. Scheiß Wecker, halt die Klappe. Nein, nicht die Vase. Den Wecker. Oh, weg damit. So. Küche, schätze ich mal hier entlang. Mach auf. Hey, look. Dad's up. Morning, Daddy. Hallo, hallo. Och, ich hab schon Kinder. I saw a blue jay the other day and a cardinal. Stellt sich natürlich die Frage, wie zur Hölle habe ich Kinder bekommen? Als Oktopus. Kann ich eigentlich auch irgendwie die Kamera drehen? Anscheinend nicht. Das geht automatisch irgendwie. Daddy, will you get me a unicorn? Ich wüsste nicht von wo, sorry. So, wie soll man in die Küche? Hallo, Schätzchen. Soll ich machen? Make some coffee. Oh, hier habe ich die Kaffeemaschine, aber... Ach, ich schätze mal... Das hier... Da! Rein! So. Und aufs Knöpfchen. Mach mehr Kaffee. Irgendwas fehlt hier. Jetzt ist natürlich die Sache, ich persönlich trinke nie Kaffee, weil ich ihn nicht mag. Jetzt ist natürlich die Sache, dass ich keinen Plan habe, wie man Kaffee macht. Brauche ich hier irgendwas? Dann das... I'm working on a little side project, dear. I'm nee, ich glaube, das ist falsch. Corruption in the fishing industry. Sollte das irgendwie rein? Ich glaube, das ist falsch. Make some coffee, ja, bin ich schon dabei. Ja, komm schon. Have you seen my Salty Hearts novel anywhere? Wieder rein in den Kühlschrank. Oder auch nicht. Egal. So, was zur Hölle brauche ich denn jetzt? Müssen hier nicht irgendwo Kaffeebohnen oder irgend sowas sein, dass ich da reinschütten kann? Mach Kaffee! Ach, hier oben! Ach, habe ich wieder nicht geguckt. So, hau rein den Scheiß. Und einfach fallen lassen. Ach, jetzt. So, I was stargazing last night while you were off in the cave and I snapped a picture of some strange lights. Ja, endlich. Probably just a satellite or a lens flare, but bring milk to Stacy. What if it wasn't? While you're waiting on your coffee. Was ist denn jetzt Milch? Some milk? Soon I'll be 100 feet tall. Das wird wohl nicht Milch sein, dieser braun. Just a reminder. 2 weeks from now, I'll be aber was anderes ist hier nicht.
Egal. Bekommst du die braune Suppe? Upsala. Ja. Hier, bitteschön. Na, gern geschehen. So, weg mit der Milch. Braucht doch keiner mehr. You know Sherry from the book club? I caught her the other day eating a whole wedding cake. I made your coffee just the way you like it. Drink it. Sea salt and tartar sauce. Ja, sehr schön. So, und weg. Go out in the backyard. Na, machen wir jetzt ein bisschen Gartenarbeit oder was? Grill Burgers. Na klar. Okay, was soll ich jetzt alles machen? Grill and serve burgers, weed the garden, get mower from the shed and chop some firewood. Alles klar. So. Okay, ich grill ja schon. Hey. So, grillt er jetzt schon? Oh, ich glaube, der ist schon durch. So, dann ist Nummer 1 mal fertig. Hier, Stacy. Hier hast du mal. Ja. Oh mein Gott, der ist uns auf den Bogen gefallen. Naja, die 5-Sekunden-Regel gilt noch. Wahrscheinlich nicht mehr, aber naja. Soll mal nicht so zimperlich sein. Nee, so. So. So, drauf. Damit. Wieso steht der Burger jetzt so? Er wird auch schon reichen. So, der ist durch. Nur kurz angebraten. Ups, sorry. So. Da. Nur noch einer. Komm schon. So, und einfach drauf. So, jetzt heißt es abwarten, bis er schön saftig und durch ist. Und das ist jetzt. So, und dann bekommt unsere Frau auch noch ein Stückchen. So. Sehen die nicht lecker aus? Habe ich auch gleich Hunger. So, weed the garden. Alles klar. Hey, beobachte mich nicht. Schätze mal, das ist Unkraut. Weg. Und weg. So, rüber zum Nachbarn. Wo ist hier noch was? Hier. Weg. Kann der Nachbar haben. Oh nein, ich stehe in den Blumen. So, bitte. Nein, das hier will ich haben. Danke. So, weg. Oh, ich ziehe irgendwie Aufmerksamkeit auf mich. Warum auch immer. Nur weil ich ein bisschen in den Blumen herumtrample. Und weg. Hehehehe. Da liegt irgendwas auf dem Dach. Was zur Hölle ist denn das? Wie zur Hölle soll ich da hochkommen? Egal. Zuerst holen wir uns mal den Rasenmäher. Ja, toll. Wieso zur Hölle haben wir so viele Bälle? Nein, hier. So, rausziehen. So, jetzt ist jetzt mal Mähen angesagt. Uiuiuiui. Irgendwie ist das nicht ganz so optimal. Well, dear, I've got a book on chemistry that'll teach you to make real potions. Was war denn das für eine Anspielung jetzt? Will die unserer Tochter beibringen, wie sie Drogen macht? Ach komm schon! Ich will nur dieses. So. Nein! Ach, immer diese Ausreden! Komm schon! Hey Dad, the way you're mowing the lawn reminds me of this one episode of Sports Johnson, where he goes back in time and meets his son, Sports Johnson Jr. or SJJ, and he and his son have to train to win the future soccer match between Earth and Pluto, and they do. And Dad, are we ever gonna play soccer together? So, geht's irgendwie leichter, wenn ich den Rasenmäher einfach hinten mir nachziehe. Funktioniert ein bisschen besser oder auch nicht. Egal. Hier noch das Stückchen weg. So, dann gehen wir wieder in die andere Richtung.
Nein, komm schon, nimm das mit. Ja, komm. Ja, so. Vorsichtig. Die paar Teile hier nehmen wir auch noch mit. Jetzt muss ich nur irgendwie an das Teil hier rankommen. Dann machen wir es. So, nein, nicht in den Schuppen rein. Nein, 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 nein. Komm schon. Die einfach so vorbei. Nein, jetzt. Ach, komm. So, jetzt aber. Komm schon. Ja. So gefällt mir das. So, jetzt noch das Stückchen hier, das wir noch übersehen haben. So, und jetzt eigentlich nur noch die paar Brocken, wo der uns der Football im Weg liegt. Oh oh. Ich sollte nicht mit meinem Schritt auf die Klinge kommen. Das ist, glaube ich, nicht gut. Nein, nein. Ja, Gott sei Dank. So, weg mit dem Scheiß.